dass der Chef. Ich sollte vielleicht mal den Stecker rausziehen vorher. Irgendwas muss immer schief gehen. Das ärgert mich jetzt, weil das eigentlich eine richtig geile Platte so ist, ne? Meine Güte, wegen einmal nicht nachgedacht, das wird sich garantiert das gesamte Projekt so durchziehen. Ich ahne es schon. Das haut ja dann auch nie hin. Da kriege ich ja bloß. Mimimi. Dann kann ich mich. Also der Schepperhobel, der hat den Vorteil der HMS 850, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich denke mal, das wird fast ähnlich sein. Der hat hier hinten eine Befestigung für das Kabel, wo man normalerweise dieses Kabel hier so ranwickelt. Und dieses Kabel oder diese Halterung ist jeweils mit zwei Schrauben fixiert und die machen auch einen recht stabilen. Und daran möchte ich gerne die Platte montieren, die im Prinzip dann meinen Winkel hier oben halten soll. Ich zeige euch mal die Platte. Diese wunderschöne Platte, die soll im Prinzip hier dran. Erstmal, dass wir im Prinzip was haben, wo wir was dran montieren können. Das war mal ein Reststück, das habe ich bei Amazon gefunden, so ein Restepaket. Da war die so, wie sie jetzt hier ist, so war sie auch drin. Und da brauche ich auch gar nichts weiter machen. Die passt mir von der Größe perfekt. Weil ihr seht, hier komme ich ja schon fast auf Tischhöhe. Das ist super, das gefällt mir. Und dazu schraube ich jetzt erstmal die hier ab. Und dann gucken wir, wie wir die Löcher hier reinkriegen. Wie ihr seht, hier sind so ein paar Schrauben, die hier überstehen. Hier guckt auch eine Feder mit raus. Und wenn ich jetzt die Platte hier einfach so dran schrauben würde, dann wäre die nicht gerade und dann wäre die schräg und schief. Das macht aber nichts. Es gibt zwei Versionen. Die eine Version ist, ich könnte natürlich hier das hier alles aus dem Holz aussparen. Oder aber ich mache dann hier einfach Unterlegschrauben, vor allen Dingen Unterlegscheiben drunter, sodass das Holz ein Stück wegkommt von dem Body. So, jetzt muss ich mich mal um die Löcher kümmern, wie wir die Löcher hier reinkriegen. Hat jemand eine Idee von euch? Die kleinen Löcher oder die anderen Löcher habe ich jetzt alle schon einmal angezeichnet quasi. Ja, und jetzt sieht man ja auch was. Das sind die originalen Schrauben, aber die passen A überhaupt nicht durch. Und wenn ich hier noch mit Unterlegscheiben arbeiten möchte, no chains. So, zum Glück habe ich aber mir mal so ein Set hier gekauft mit einem Haufen Schrauben. Und hier sind Gott sei Dank auch diese Schrauben drin, die M5er sind das. Und die haben auch einen Innensechskant. Die haben allerdings der einzige Unterschied ist, die haben halt Innensechskant, Quatsch, hier eine Senkkopfschraube. Aber das macht nichts, die passen ja trotzdem. Die sind zwar immer noch ein Ticken zu kurz, aber die kann ich ein ganzes Stück einsenken und dann passen die auch wieder. Das sollte reichen. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal bei jedem Loch, damit ich hier auch mit dem Senkkopf reinkomme, mache ich mir erstmal mit dem Pfostnerbohrer Versenkungen, dass ich reinkomme. Und dann zum Schluss erst mit dem Fünfer. Das machen wir an der Standbohrmaschine vorn. Houston, wir haben ein Problem. Irgendwas muss immer schief gehen. Ärgert mich. Was habe ich für einen Fehler gemacht? Ich wollte eigentlich diese wunderschöne glatte Seite, die wollte ich hinten am Hobel dran haben, dass man dann eine schöne glatte Seite hat. Und habe natürlich jetzt die Vertiefungen hier in die raue Seite reingemacht. Und von hier wird er dann so dran geschraubt. Das Gute ist, die Löcher, die sehen Bombe aus, ne? Wolfkraft Pfostnerbohrer kann man nehmen. Die sind auch unten verlinkt, die Pfostnerbohrer übrigens. Ich finde die von Wolfkraft völlig ausreichend. Ja, aber was mache ich jetzt? Das ärgert mich so sehr. Wisst ihr, wie der Fehler passiert ist? Ich habe natürlich die Platte richtig rum angehalten und habe von hinten durch die Maschine ja hier angezeichnet und habe dann die angezeichneten Löcher genommen, die natürlich in der rauen Seite sind. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es nochmal neu mache. Oder zumindest ja, ich bräuchte theoretisch nur von hier nochmal, aber. Ich werde wahrscheinlich da hinten nie wieder hin. Es ärgert mich jetzt, weil das eigentlich eine richtig geile Platte so ist, ne? Aber ist halt so. Ist halt so, kann man nichts machen. Wir machen mal weiter. Jetzt müssen nämlich die Löcher hier rein für die Schrauben, also mit einem Fünferbohrer. Das könnte schon passen. Das werde ich jetzt mal checken an der Säge, wollte ich schon sagen. Am Richter, Abrichthobel. Das langt tatsächlich. Sehr gut. Meine Güte. Ihr wisst ja, wollte ich die Platte ja so dran haben. Hab ja von hinten angezeichnet und dann von hinten natürlich die Versenkungen reingebohrt. Jetzt drehe ich natürlich die Platte, damit ich es trotzdem verwenden kann.
bin dadurch aber jetzt viel zu nah an dem Auslöser dran. Das heißt, ich muss mir hier einen Streifen abschneiden. Wegen einmal nicht nachgedacht. Das wird sich garantiert das gesamte Projekt so durchziehen. Ich ahne es schon. Aber Wurst, da müssen wir jetzt durch. Das ist, hilft nichts. Da müssen wir gemeinsam durch. Ich schneide mal schnell was ab. Das zeige ich euch aber nicht erst kurz. Oh. Und bist du nicht willig, nehme ich einfach mal Panzertape. Einfach mal die bisschen zusammengeklebt. Wir müssen nämlich aufpassen. Es darf nämlich theoretisch hier so eine Überstände, die darf es nicht geben, weil sonst würde das ja wieder auftragen und alles dicker werden. Aber jetzt kann ich nämlich mit der Zange so die Unterlegscheiben in einem Paket packen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und Schraube ansetzen. Ein Träumchen! Jetzt. Ich glaube, sie hat. Jo. Bombenfest. Jetzt können wir nämlich hier Seitenteile dran machen, an denen wir dann die obere, ne, ihr wisst schon, was ich meine, im Prinzip die obere Platte dran schrauben können. Also erstmal Seitenteile, aber die muss ich mir zuschneiden, weil da habe ich mir eine ganz große Platte gekauft, zeige ich euch mal. Hier haben wir das gute Stück, ist eine Siebdruckplatte, also eine Seite glatt, die andere Seite rau. Ich hoffe mal, diesmal verreiße ich es nicht, weil jetzt wird es ja langsam interessant. Die ist ein 1250 x 830 x 15, das sollte für meine Zwecke reichen als Anschlag und als Seitenwangen quasi zur Befestigung. Jetzt muss ich aber gucken, weil die kriege ich natürlich auf meiner kleinen PTS-10 nicht verarbeitet. Oder ja, würde man vielleicht schon hinkriegen, aber man kann es sich ja auch schwer machen. Deswegen nehme ich mal schnell die Handkreissäge, die HKS, und mache mir hier einen Streifen, mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Das sind die beiden Seitenteile, die ich mir zugeschnitten habe. Und die kommen jetzt quasi einmal so dran und einmal so dran. So als, ne, ihr wisst schon was. Ich habe mir dafür schon mal markiert, wo hier... Übrigens, es gibt auch genügend Varianten, wo man hier mit Winkel einstellen kann und sowas. Brauche ich aber nicht, weil ich werde hier keinen Winkel anrichten. sondern ich werde eigentlich nur 90 Grad hier ansetzen. Und mit dem Winkel musst du dann jedes Mal wieder gucken, ist das richtig sauber ausgerichtet. Und hast du einmal ein festes Maß von 90 Grad und das ist fest, dann ist das fest, da passiert nicht mehr viel, ne? Jetzt muss der Winkel stimmen. Ich bin ja genau bei 90 Grad. Wir können dann nachher diesen Anschlag, wir können den noch ausrichten. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen abweichen, ist es nicht schlimm. Es sollte natürlich jetzt keine 45 Grad werden, sonst wird es doof. Aber so 1-2 Grad, die kriegen wir ausgeglichen. Was steht da? Der Winkel passt. Das soll mal der Anschlag werden. Schön groß, oder? Also da kriegt man schon mal das ein oder andere Brett abgerichtet. So möchte ich das dann haben von der Größe her. Haben wir fertig geschnitten. Die Grundplatte für den Anschlag und den Anschlag selbst. Kleiner Tipp am Rande. Bei den vorhergehenden Platten habe ich nicht gezeigt, immer die Kanten brechen. Gerade bei Siebdruck, das ist echt, braucht nicht viel, einfach Schleifschwamm, zack. Einmal zack, 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 zack. Weil der Quatsch ist sau scharf, jetzt passt das nämlich schon, das reicht schon. Hier brauche ich jetzt aber ein Langloch drin. Warum ich hier ein Langloch drin brauche? Ich habe ja mal mein Frästich vorbereitet, habe hier einen 6er Fräser drin, 6mm Fräser. Und habe mir hier links und rechts zwei Stoppklötze gesetzt, damit ich dann links und rüber, und ihr wisst Bescheid, damit ich nicht drüber raus, ihr wisst schon, ne? Und jetzt versuche ich hier einfach mal, oder ich möchte hier zwei Langlöcher reinfräsen. Das ist das erste Mal, dass ich hier reinsetzen muss. Ich bin total gespannt. Ohrenschutz. So, Absaugung ist umgeschalten, jawohl. Seht ihr das hier? Nee. Doch da, ne? Da hier unten war ein schönes Umschaltventil für alles. Alles! So. Ja, hier habe ich, das habe ich gespürt, hier bin ich einmal weggekommen, aber das macht nichts. Sieht halt ein bisschen. Es ist halt selbst gemacht, ja? So, einmal testen, ob die hier durchpassen.
Dein Träumchen? Da brauche ich nicht nochmal nachfräsen. Das ist sehr gut. So, und auch hier wieder der Check. Passen die Schrauben hier durch? Sehr gut. Ich habe es jetzt schon mal montiert, oder besser gesagt fixiert, es ist noch nicht montiert, weil ich möchte vorher noch den Winkel checken. Weil jetzt könnte man den theoretisch ja noch nachjustieren. 89,7. 89,9. Also ich glaube, wenn ich hier oben, da muss noch ein ganz kleines Fitzelchen, ein Stück Papier oder sowas. Papier ist drunter und wir sind bei genau 90. Und auch hier hat das gleich mit korrigiert, war auch genau 90 Grad. Das wollte ich haben. Perfekt. Das Problem an der Sache ist, wenn der Winkel hier nicht passt, dann braucht er auch nicht abrichten. Ne? Und deswegen möchte ich auch lieber so eine stabile Variante. Das ist echt. Es ist fest. Deswegen möchte ich nämlich auch so eine feststehende Variante haben. Weil dann kann ich rausholen, das Ding loslegen und alles ist gerade und eingestellt. Jetzt kommt die Frontplatte hier dran. Das soll sie werden. Und die soll halt verschiebbar sein. Wie machen wir das? Ich werde mir jetzt hier erstmal was unten drunter legen. Ich muss noch ein Stück höher kommen, denn diese Absaughaube, die hat hier so einen komischen Falz. Und da müssen wir drüber kommen. Und ich sehe gerade, mit einer Unterlegscheibe kommen wir da gar nicht hin. Und das reicht ja auch. Also wer will jetzt noch so was Kleines hier abrichten? Das macht ja dann auch keinen Sinn. Ich würde sogar trotzdem noch eine Unterlegscheibe drunter legen, dass man nämlich noch ein bisschen Luft hat. Bei dem anderen war noch mehr Luft dazwischen. Also von daher sehe ich das total entspannt. So. Das Langloch ist lang. 22. Das heißt, ich kann dann bis hier wieder vorschieben. Das reicht mir. So. Genau die Mitte treffen. Ist ein bisschen ausgefranst, das macht aber nichts. Wir müssen ja die Schrauben noch einlassen. Weil wenn wir die jetzt so lassen würden, die haben wir hier so eine Kuppe. Die Kuppe muss natürlich weg und wir müssen noch ein kleines bisschen hier drin ausstechen, denn hier ist so ein Vierkant und das soll ja im Prinzip die Schraube so ein bisschen mit fixieren. Heißt, ich mache jetzt erstmal mit einem Pfostenbohrer zwei Löcher rein. Das habe ich jetzt schon mal getan. Ohne euch. Jetzt muss ich natürlich noch die Aussparung so ein bisschen machen, aber ich glaube, vielleicht zieht sich das auch fest, wenn wir es einfach anschrauben. Ich vergesse immer andauernd auch meine andere Kameraposition einzustellen. Was jetzt dank langem Monitorarm, ne, Kameraarm, so rum, geht jetzt nämlich wunderprächtig. Jetzt könnt ihr nämlich sehen, wie schön sich das Ding hier reinzieht. Nummer 1. Nummer 2 und den Stift. Der ist von Jochen. Der mag das nämlich überhaupt nicht. Also was jetzt hier noch wackelt, ist der komplette Fräser. Der ganze komplette Fräser vor allen Dingen. Der komplette Tisch hier von, aber hier. Es wackelt, wie gesagt, es wackelt immer der komplette, müssen wir hier gucken, ne? Es wackelt immer die komplette Abrichte. Guckst du? Also, theoretisch könnte man es sogar so lassen, ne? Aber man kann natürlich jetzt hier einmal locker machen. So. Und dann kann man sich das schön nach vorn verschieben. Wieder festmachen. Ich mache mir da noch irgendwelche Sterngriffe oder so was dran, ne? Gar keine Frage. Aber jetzt erstmal so. Bombe. Es ist genauso, wie ich es haben wollte. Ich muss jetzt hier erstmal irgendwas muss ich jetzt hobeln. Da ich ja noch keinen Untertisch habe hier für meinen kleinen Abricht- und Dickenhobel, treffen wir uns mal hier unten auf dem Fußboden wieder. Sonst schimpft der Peter wieder mit mir. Ein Spaß, alles gut. Und ich probiere hier einfach mal dieses Brett. Das brauche ich für eins der nächsten Projekte. Und das ist ein bisschen gewölbt und so. Und das könnte mal ein bisschen und so vertragen, ne? So ein bisschen Abhobelei.
Trotzdem müssen wir natürlich, hier ist natürlich so eine Phase noch dran, das ist halt so eine Baudiele. Und die muss weg einfach. Ich brauche jetzt hier, die muss wirklich, die Seite muss komplett abgerichtet sein. Warum, das seht ihr dann in einem der nächsten Projekte. Es lässt sich sehr schön hier drüber führen, muss ich sagen. Also das macht richtig, das ist besser als mit dem Metallanschlag. Macht einen sehr stabilen, man hat ein richtig gutes Gefühl. Das war mir mit dem Metallanschlag nicht so. Und ich sag mal, jetzt müssen wir prüfen, ob das Ding winklig ist. Darauf kommt es ja an. Das ist ja immer, da lege ich ganz, ganz großen Wert drauf. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Wir gucken mal. Und wenn du wissen willst, ob das abgerichtete Brett, ob das jetzt winklig ist, dann musst du den Kanal abonnieren. Quatsch, musst du nicht. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du es machst, weil dieses Brett, habe ich ja gerade gesagt, werde ich nochmal verwenden für eins der nächsten Projekte. Seid gespannt, was da kommt. Ich finde das schon wieder total geil. Ich freue mich schon wie Atze. Werde auch direkt danach jetzt hier loslegen. Und jetzt gucken wir aber mal mit meinem schicken Schlosserwinkel, hast du nicht gesehen, der wirklich 100, also der ist sowas von genau. Ich habe keinen Winkel, der genauer ist. Und wenn ich hier gucke, oh, ich würde es euch schon gerne zeigen, aber ich muss selber erstmal gucken. Das muss ich jetzt erstmal genießen hier. Das ist im Winkel. Egal wie ich es drehe, egal wo ich gucke. Guck mal da. Seht ihr da irgendwo irgendwas? Außer die Kamera, die sich hier vielleicht spiegelt. Also das ist durchgängig. Hier könnte es jetzt bei dem Ast ein bisschen rupplig werden. Punkt. Und ansonsten. Das ist ein 1A rechter Winkel. Ich freue mich so sehr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ich schaffe, so eine Maschine wieder mal zu pimpen. Komm mal her, du gutes Stück. Ich bin mittlerweile von der Maschine immer mehr begeistert. Ich habe auch schon die ersten Sachen jetzt mal mittlerweile gehobelt, ein paar Geschichten. Als nächstes werde ich mich jetzt noch um den Hobelschlag kümmern. Das wird aber nicht ein extra Video werden, weil das, glaube ich, ist ratzifatzi erledigt. Der Anschlag, der ist fetzig. Ich soll vielleicht nochmal probieren, ob man überhaupt die Haube drauf kriegt, oder? Dann lasst uns mal gemeinsam gucken, ob wir die Haube hier drunter kriegen. Übrigens, das ist nur eine Notlösung, das ist ein Adapter von 63 ist das hier. Und hier ist 34 für einen ganz normalen Staubsaugerschlauch. Aber ihr habt vor uns gesehen, ich habe damit schon gefräst und das funktioniert eigentlich recht gut, weil die Späne doch recht klein sind. Ich kann die euch ja dann später nochmal zeigen. Ist aber nur eine Notlösung, das ist definitiv nicht die Endlösung, bevor jetzt wieder alle losschreien. Mit so einer kleinen Absaugung, die riesen Späne. Kümmern wir uns mal ein andermal drum. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob die überhaupt hier drauf geht. Ich lege mir die einfach mal hier hin. Und wie gesagt, ich mache mir hier auch nochmal Sternengriffe später dran. Oder irgendwas Schickes, damit ich hier nicht jedes Mal mit dem Schraubenschlüssel ran muss. Wobei mich das noch nicht mal grob stören würde. So, einmal nach hier hinten gezogen. Das gute Stück hier drauf gepackt. Das ist diese doofe Kante hier hinten. Zack. Und passt. Passt drauf mit aufgesteckten Anschlag. Ja. So wie ich das sehe, könnte das sogar. Ne, das passt leider nicht. Ha, das wäre natürlich zu geil gewesen. Passt drauf, ist zwar jetzt ein kleines bisschen schief, weil es halt hier vom Platz ein bisschen eng ist. Aber es geht. Es geht. Ich kann die Haube drauf machen, während hier mein Abrichtanschlag dran ist. Genau das wollte ich. Ich wollte einen stabilen Anschlag haben, der 90 Grad Winkel hat und ich wollte einen, den ich verschieben kann, sodass ich die Haube hier draufsetzen kann, ohne diesen Winkel abzubauen. Ich zeige euch nochmal das Originalding. Da ist er. Ja, ne? Ja, ich hätte hier auch was davor schrauben können, um das Bild zu stabilisieren, aber dann hätte ich immer noch das Problem gehabt, hätte ich was wegschneiden müssen, auch ein Langloch reinmachen müssen. Ach, nee, ganz ehrlich, ich finde es schicki. Ich finde das schön, so wie es ist. Kannst mir ja gerne mal in die Kommentare runterschreiben, wie du das Ganze findest.
Ich bin total glücklich. Ich bin vor allen Dingen auch glücklich, dass ich es in der Zeit geschafft habe. Wir haben es nämlich gerade mal kurz vor eins. Irgendwann um neun oder so habe ich angefangen. Inklusive natürlich Dreharbeiten. Das heißt, es ist so ein Projekt. 4 Stunden abzüglich Nebenzeiten, abzüglich Stativ 5-mal umstellen. Stunde, 1,5 Stunden kriegt man das, glaube ich, ganz gut gebacken. 2 Stunden. Lass es 3 Stunden sein. Selbst in 3 Stunden, der Aufwand, der hat sich für mich definitiv gelohnt. Ich mache mich jetzt noch ran an den Hobelschlag. Das, aber vielleicht auch nicht heute. Mal gucken. Doch, ich brauche das andere Brett. Das muss noch auf Dicke gehobelt werden. Und dann war es das. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schreib mir unten in die Kommentare rein, wie du das Ding findest. Nicht vergessen, Kanal abonnieren. Es ruft ja auch noch jemand an. Das war ein wichtiger Anruf. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Hatten wir alles schon? Kanal abonnieren hatten wir schon, ne? Daumen nach oben hatten wir. Kommentar, wie du das Ganze findest. Ob du auch schon mal sowas gebaut hast und sowas hatten wir auch, glaube ich, schon. Und ja, Zeitansatz hatten wir. Also sage ich mal, Tschüssikowski, winke, winke, macht's gut, bye, bye. Bis zum nächsten Mal hier bei Martin macht's. Ich weiß schon, was als nächstes Projekt kommt. Du noch nicht. Das macht aber nichts. Weil es kommt, das ist das Wichtigste. Haut rein und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao, euer Martin.